Beispiel für die Männer. Du bist in Hamburg auf Montage. Ladenbau, 12 Stunden, schön geschackert. Du sitzt abends beim Griechen. Da gibt es auch mal Uso aufs Haus. 3 halbe drin, 5 Uso. Du bist schön auf Flughöhe. Plötzlich steht sie neben dir. Sylvie Mais. Geschminkt wie Bambi auf Ecstasy. Also so wie eben. Jetzt steht die neben dir. Fischt schon mit ihren rot lackierten Fingernägeln durch deine Matthias-Reuse. Und flüstert dir auf Holländisch ins Ohr. Dach, mein lecker Klöntchen mit den gebackenen Povertjes und den Frikandel Spezial. Ich will dir fietzen bei Letto von meinen Drempels und den Durchgangverkehr. Wenn du jetzt Nein sagst, verliert selbst deine Frau den Respekt vor dir. Das ist Beispiel für die Frau. Mädelsnachmittag in Hamburg. Was? Ja, schöner Ausflug, gleich 3 Tage. Aber Samstagsnachmittag zur freien Verfügung. Du stehst im Nespresso-Shop. Ja, Georg ist auch da. George Clooney inside. Jetzt sagen vielleicht einige Frauen, nein, George Clooney ist nicht mein Typ. Ist doch scheißegal, dann nehmen wir einen anderen. Brad Pitt, Bradley Cooper. Von mir aus auch den Dicken von Hangover. George Clooney. So, du stehst im Nespresso-Shop als Frau. Vorne bestellst du eine Stange feine Milde. Hinter dir steht George Clooney. Er flüstert dir auf Italienisch ins Ohr. Ciao, bella. Una festa sui prati. Parmigiano di diavolo. Vino tinto blanco. Dazu drückt er noch seinen arroganten Meinungsverstärker an deinen Oberschenkel. Aber ihr würdet ja alle Nein sagen. Das ist klar. Die alten Leute, die sagen doch immer, du bereust am Ende des Lebens nicht das, was du getan hast, sondern das, was du nicht getan hast. Das kriegt doch keiner mit. Was denkt ihr denn, dass da einer aus Lünen vorbeikommt und sagt, immer, wir haben die Manu gesehen mit George Clooney. Ja, sicher. War der Papst auch dabei? Nee, er nicht, aber sie. Total bescheuert. Jetzt nimmt George dich noch an die Hand. Es geht wie bei Pretty Woman aufs Hotelzimmer. Was heißt Hotelzimmer? Die Präsidentensuite. So groß, du siehst die Erdkrümmung. Im Whirlpool blubbern 3000 Liter Ahoi-Brause. Auf der Alabaster-Bettwäsche steht eine Schale mit frischen Erdbeeren. Vanilleeis und Honig kommen aus dem Dosierspender. Wow, chicka, wow, wow. Der teure Champagner läuft dir literweise durch deinen Klempner-Pfirsich. Jetzt packt George auch noch das Collier aus und legt es dir an und sagt, ciao, Bella, ich liebe dich, ich zieh mit dir nach Scharnhorst. Das ist Liebe!